Moin Moin aus Hamburg. Die Geschichte des Hotel Reichshof ist eigentlich die Geschichte der Familie Langer. Gastronom Anton Emil Langer war lange Jahre zur See gefahren, bevor er im September 1910 nach 4 Jahren Planungs- und Bauzeit den Reichshof eröffnete. Mit 300 Zimmern das damals größte Hotel Europas. Langer galt fortan als Visionär der Branche und versuchte das Hotel autark wie ein Kreuzfahrtschiff zu führen. 1989 schließlich verkaufte die Familie Langer den Reichshof, den die heutigen Eigentümer im Mai 2014 endgültig schlossen. Unter erheblichen Denkmalschutzvorgaben kernsaniert und revitalisiert, eröffnete der neue Reichshof nach nur 14 Monaten Bauzeit als Mitglied der Curio Collection bei Hilton. Bis 1989 befand sich das Hotel im Privatbesitz der Familie Langer und mittlerweile ist die Frau Langer auch wieder eine Freundin des Hauses geworden, weil sie einfach viele Dinge auch hier im Haus entdeckt hat, wie zum Beispiel die aufgearbeiteten Kronleuchter, das Tafelsilber, das wir tatsächlich auch wieder nutzen. In Teilen stehen auch die Möbel unter Denkmalschutz, die wir also auch, ob es hier die Sessel sind, die Tische im Restaurant, die wir wieder aufgearbeitet haben, sodass im Grunde mehr Objekte aus dem alten Haus tatsächlich auch wieder sichtbar geworden sind. Die Idee dahinter war, ein Haus zu schaffen, was die Anmutung eines Luxusliners hat. Das sieht man insbesondere im Restaurant. Wir versuchen bewusst, uns etwas abzugrenzen von der klassischen 4-5-Sterne-Hotellerie. Ich denke, durch das Restaurantkonzept, durch die Offenheit auch des Hauses, haben wir schon eine Art Wohnzimmeratmosphäre und Wohlfühlatmosphäre in der Halle geschaffen. Und mit den Zimmern, die ja doch sehr, ich nenne es eher mal gediegen sind, einen tollen Rückzugsort, sind wir da schon was Besonderes. Unter dem Haus befindet sich eine Quelle, eine Wasserquelle und wir nutzen dieses Wasser eben auch für Kaffee, Tee, also komplett im ganzen Haus. Die Rezeption war, wie es in den meisten Hotels ist, im Eingangsbereich auf der rechten Seite und wir haben uns dann entschieden, diese Rezeption nach hinten zu verlegen und vorne ein Tagescafé einzurichten. So haben wir es geschafft, tatsächlich auch mehr Leben in die Halle zu bringen. Die Bar 1910 ist wirklich ein besonderes Schmuckstück und ich glaube, hier sind ca. 30 Personen über 3 Monate dabei gewesen, wirklich das Holz aufzuarbeiten. Also es ist tatsächlich fast 100 Jahre alt, auch im Restaurant und so konnten wir den Charme der Bar wirklich wunderbar erhalten. Also insofern ist das schon ein besonderes Juwel.